Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Mundaun. Wir sind gerade auf dem Weg zum Friedhof, denn dort haben wir ein Licht gesehen. Müssen hier nochmal eben den Weg runter. Aber mal schauen, was da auf uns wartet. Ah, schon wieder. Also einen richtigen Lebensbalken haben wir nicht. Ja, wir heilen dann einfach immer mit der Zeit. Ich würde jetzt erstmal das Ding hier noch anzünden, weil die sehen halt auch aus wie die... Haben wir keine Streichhölzer mehr? Verdammt, wir haben keine Streichhölzer mehr. Vielleicht hätte ich mir die auch aufheben sollen für die Nacht. Vielleicht hätte man die Strohmänner auch einfach anzünden können. Huch, war auch nicht ganz der Weg, den man gehen sollte. So, wo sind wir denn jetzt hin? Bin ich jetzt gerade doof? Ne, wir sind gerade hier oben wieder lang gelaufen, ne? Und jetzt müssen wir hier unten. Entschuldigung, leichtes Orientierungsproblem. Waren ja aber nur ein paar Sekunden eurer Zeit, die ich verschwendet habe. Also alles gut. Da unten ist der Friedhof. Ein Licht selber habe ich noch nicht gesehen, aber... Oh nein, nicht zustechen, dann geht die kaputt. Können wir wechseln? Hier können wir wechseln. Ich selber habe noch kein Licht gesehen, aber Jeremias steht anscheinend immer noch am Grab. Und wir müssten demnächst den Schlüssel für den Truck finden. Dann müssen wir nämlich Heu aufgabeln und mit Heu etwas Honig und Schnaps den Walter besuchen, in der Hoffnung, dass er uns ein bisschen mehr verrät, was hier so vor sich geht. Adia, Signor Plevon. Nö, hier ist nix. Hä? Unser Charakter uns jetzt gerade verarscht. Er hat doch gesagt, als wir da oben waren, da ist ein Licht auf dem Friedhof. Ja, wir können nicht mit ihm quatschen. Ja, war doch ein bisschen umsonst der Weg. Ich habe halt nur das Gefühl, dass da hochgehen sich wirklich nicht lohnt. Wird bestimmt dann auch wie bei dem ersten Tunnel einfach eine Wand kommen, an der wir nicht vorbei können. Wir müssen sicherlich doch noch erstmal den Schlüssel für den Truck finden. Und halt eigentlich auch Batterien. Hier kann ich wieder anbrennen. Brauche ich da doch keine Streichhölzer für. Wir haben ja definitiv keine mehr einstecken. Ja, meine Dienst zu Prinz brennt wieder Aqua. Okay. Ja. Dann doch nochmal ins Haus zurück. Es tut mir sehr leid, aber ich wüsste ansonsten nicht, was wir uns noch anschauen können. Und da die Quest halt immer noch offen ist, dass wir das Arbeitszimmer durchsuchen müssen, sollen, wie auch immer. Wird das wohl, denke ich mal, doch unser nächster Schritt sein müssen. Lasst uns nochmal durchschauen. Wir haben die Küche. Wir haben das Schlafzimmer. Ah, ich dachte, es ist ein Knauf von dem Schrank, war aber nur der Lichtschalter. Oder das war Esszimmer, besser gesagt. Das ist Küche. Oh, hier oben sitzt die Kleine. Warum er das Bild von dem Glockenturm hier hat, weiß ich nicht. Den Brief haben wir uns angeguckt. Hier ist auch alles leer. Hier fehlen die Batterien, aber Batterien habe ich noch nirgendwo gesehen. Ah, die Quest ist halt definitiv noch offen. Es wird doch das Arbeitszimmer sein. Da kommen wir immer noch nicht rein. Hier haben wir auch alles durchgeguckt. Ich weiß langsam nicht mehr weiter. Da
Das war ja das Schlafzimmer, also unser Kinderzimmer. Moment. Nee, ich dachte, wir können so eine Figur nehmen, weil die war doch an dem Schloss dran. Funktioniert aber leider nicht. Ist schon wieder Nacht? Eigentlich nicht, oder? Aber war das Schloss? Nee, das war das Schloss hier oben. Vielleicht ist auch, vielleicht doch das hier das Arbeitszimmer. Aber mit was sollten wir es öffnen? Mit dem Ziegenkopf. Funktioniert natürlich nicht. Pfeife können wir auch nicht reinstecken. Das geht auch nicht. Kann natürlich auch sein, dass das Arbeitszimmer ist. Aber wie wir hier reinkommen? Ich habe keine Ahnung. Es ist komischerweise dasselbe Zeichen in der Tür, wie wir das hier unten vorgefunden haben. Aber das hat fast jede Tür, ne? Ich kann auch mit dem Vorhang nichts machen. Tja, was stand hier nochmal auf dem Brief? Gut, dann bleibt uns wohl doch nur übrig, nochmal da oben lang zu laufen. Tut mir leid, dass wir jetzt so viel Zeit verschwendet haben, aber es kann halt auch nicht immer alles auf Anhieb klappen. Wäre auch zu langweilig. Auf dem Brief steht halt, dass er denkt, dass sich was auf dem Gipfel tut. Da oben geht's Richtung Gipfel. Also vielleicht ist das ja doch der nächste Schritt. Man kann auch da noch hochlaufen. Was ist da oben? Lasst uns da mal noch eben lang schauen. Nicht, dass sich da etwas versteckt. Vielleicht finden wir ein paar Batterien. Hier ist eine Höhle. Na gut, dass wir hier hoch sind. So ein bisschen Angst macht's mir. Ich würde ganz gern die Heugabel erstmal in die Hand nehmen. Ach, unsere Eltern sind tot. Weiß ja nicht, ob ich als Jugendlicher gerne in so einer Höhle nachts geschlafen hätte. Wollt mich nicht hinsetzen? Nein. Okay, wir haben Streichhölzer. Nicht anzünden, nein. Ach, verdammt. Achso, war nur die Kerze. Ich dachte schon, wir haben jetzt die Höhle wieder abgefackelt. Komisch, dass er das Handsymbol zeigt. Aber das sind vermutlich nur Steine. Die Kerze scheint halt ziemlich auffällig hier rüber. Wir können hier wirklich nichts aufnehmen, wir setzen uns direkt nur hin. Vielleicht ein Schattenspiel, was wir beobachten sollen? Irgendwie auch komisch, dass sich das Zeug hier bewegt auf dem Tisch. Ach, wir können die Steine verändern. Das sind kleine Männchen. Rätsel gelöst. Ist auf jeden Fall ganz schick. Oh, Alter. Wow. Der alte Mann kommt wieder. Ey, meine Steine. So lange gesucht. Herz schlägt immer noch. Aber das war's dann leider auch schon hier drin. Schade. Kommen des Rätsels Lösung leider nicht näher. War hier was an der Wand? Nö. La-
laufe mal noch kurz das Stück hier hinter, so weit wie es geht. Ah, dann kommen wir hier bloß wieder ganz am Anfang raus. Hm. Dann bleibt uns wohl doch wohl erstmal nur übrig, hier hochzugehen. Alle andere Räume, Gebäude, Orte haben wir schon betreten. Ich denke halt wirklich fast, wir brauchen Batterien. Damit wir diese Eisenbahn aktivieren. Und da springt dann vielleicht aus so einem kleinen Eisenbahnwaggon ein Schlüssel raus, dass wir in das obere Zimmer gehen können. Oder vielleicht auch direkt schon der Zündschlüssel für den Muffel. Es wird definitiv etwas windiger. Hätten eigentlich mal noch einen Kaffee trinken können. Aber ich glaube, es ist besser, das für die Nacht aufzuheben. Weil es ja die Angstresistenz mindert. Das heißt wahrscheinlich, wenn wir so einen Strohmann sehen. So wie einer da drin ist. Dann werden wir nicht so langsam. Na gut, dann schauen wir halt mal hier lang. Vielleicht findet sich ja was. Gleiche Plakat. Gut. Dann ist das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, tatsächlich nochmal hier in das Haus von Serpentini reinzumachen. Und den Strohmann zu töten. Aber es könnte halt doch durchaus passieren, dass wir dabei sterben, weil ich nicht weiß, wie lange unsere Heugabel noch hält. Aber es wird wahrscheinlich auch einen Grund haben, dass das Vieh hier drin ist. Ist er noch da? Ja, da oben steht er. Und wir müssen nochmal. Und da war sie kaputt. Bleib bitte liegen. Danke. Heugabel ist kaputt gegangen. Danke für den Hinweis, habe ich gar nicht gemerkt. Und ich glaube, es war alles für die Katz. Hier ist halt wieder bloß die gruselige Maske. Im Keller unten waren wir auch schon. Können noch mal in den Keller schauen. Vielleicht habe ich ja doch noch was übersehen. Was sieht nicht danach aus. Ach Mist. Ich glaube, das sollten wir lassen. Also entweder speichern wir dadurch. Könnte natürlich auch sein. Lass mich mal kurz schauen. Ah, Spielstand zuletzt gespeichert vor 0 Minuten. Alles klar. Jetzt weiß ich, wie man im Spiel speichert. Man könnte natürlich auch sein, dass wir die Zeit damit nach vorne drehen und es schneller wieder Nacht wird. Oh, hier war der Maler vorhin. Ja, das Einzige, was mir einfällt, wäre nochmal in die Kapelle zu schauen. Wir hatten ja ein Bild im Haus von der Kapelle oder vom Glockenturm oben. Vielleicht können wir ja nochmal drumherum laufen. Ansonsten bin ich langsam wirklich überfragt, weil Batterien haben wir definitiv nicht gefunden und im Arbeitszimmer gibt es auch nichts weiter. Vielleicht bin ich auch einfach zu blind. Aber ich wüsste nicht, ob wir irgendein Gebäude noch nicht besucht haben. Da unten waren wir drin, das ist unser Haus. Da hinten war die Scheune mit dem Schlitten, die Kapelle. Wenn, dann vielleicht gleich am Anfang, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Wir laufen nochmal zur Kapelle. Was mich halt ein bisschen wundert, war der Hinweis mit dem Licht auf dem Friedhof. Der Hinweis wird ja nicht ohne Grund gekommen sein, aber es war nichts auf dem Friedhof. Hm.
dass das kleine Mädchen halt davor sitzt. Huch. Vor dem Zimmer sollte ja eigentlich auch bestimmt was bedeuten. Der Maler ist weg, das wissen wir. Ne, Moment, hier ist ja gar... Doch, hier ist ein Glockenturm drauf, aber schaut euch mal die Kapelle mittlerweile an. Aber wir kommen gar nicht mehr rein, ne? Doch, wir kommen noch rein. Aber wir kommen nicht hier hinter. Auswählen können wir hier auch nichts weiter. Mysteriös. Von der Seite ist ja auch nichts, nö. Ich hau noch mal kurz auf den Friedhof, weil mich das mit der Nachricht wirklich doch irritiert, auch wenn wir gerade eben erst hier waren. Das war das Versteck vom Schlüssel. Mehr passiert leider nicht. Die Sachen haben wir uns alle schon angeschaut. Im Grab selber liegt auch nichts. Tut mir wirklich leid, dass wir gerade nicht so wirklich vorankommen. Aber das gehört nun mal auch dazu. Wo könnten wir Batterien herkriegen? Eventuell aus dem Radio. Wir das Radio nochmal anmachen müssten. Das lief ja, dann sind bestimmt Batterien drin. Mit dem Schlitten selber können wir hier auch nichts weiter anstellen. Hier ist auch nichts mehr drin. Das wäre jetzt nochmal eine Überlegung wert. Wir das Radio nochmal benutzen. Und uns da vielleicht die Möglichkeit bietet, einmal die Batterien herauszunehmen. Hier war ja auch nichts mehr, oder? Hier hinten auf dem Berg. Sieht nicht danach aus. Und hier ist auch nichts mehr. Na gut, dann können wir jetzt tatsächlich bloß nochmal in unser Haus oder in Opas Haus. Weiß nicht, ob der Erbschein schon durch ist, dass wir es unser nennen können. Und wenn das alles nichts nützt, müssen wir nochmal ganz vor zum Anfangsgebiet. Vielleicht habe ich ja da was übersehen. Haben wir bestimmt mal als Kind gemalt. Das war nach Zeiten, als man einfach selbstgemalte Bilder verschenken konnte. Da war die Welt noch in Ordnung. Wir können jetzt nochmal gucken. Wir stecken die Pfeife rein. Das leider auch nicht. Kilohertz. Kilohertz. Mittlerweile kommt was. Alles nicht so wirklich, was uns weiterbringt. Wir werden wahrscheinlich immer mehr Radiofrequenzen Stück für Stück kennenlernen. Aber da es halt auch nicht unsere Sprache ist oder meine Sprache ist,
kann ich damit nicht viel anfangen, aber ich denke, das Spiel würde schon automatisch was sagen. Wenn wir da was entdecken würden. Hm, naja, wir gehen jetzt nochmal zum kleinen Mädchen. Muss doch einen Grund haben, dass sie hier drin sitzt. Vielleicht können wir ihr das hier geben. Leider auch... oh Gott, Grusel, Entschuldigung, wollte ich gar nicht. Ja. Dann weiß ich ehrlich gesagt gerade auch nicht weiter. Wir müssen leider erstmal ein Folgenende machen. Wir sind kein Stück weitergekommen. Wohl. Muss die Batterien prüfen, steht da. Ach, das ist eine Batterie? Haben wir doch. Ach, Mensch. Wir haben doch das Rätsel gelöst. Sehr gut. Muss es vielleicht in einer bestimmten Position stehen? Ja. Und hier drüben noch. Zack. Und da haben wir den Zündungsschlüssel. Ey, sehr gut. Ich freue mich. Ich wollte gerade Folgenschluss machen. Wir wären mit null Erkenntnis aus der Folge gegangen, aber es hat doch noch geklappt. Ich hätte hier bloß mal an die Seite schauen müssen. Ich hatte aber auch nicht erkannt, dass das eine Batterie darstellen soll. Hätte man vielleicht noch ein Plus und Minus mit ranschreiben können. Na gut, was soll's. Dann sehen wir uns morgen 12 Uhr wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut.